Tut das weg, tut das weg. Ich habe das Heimatmuseum, das Heimatministerium. Okay, das war der schönste freudsche Versprecher, den sich Seehofer in den letzten Monaten geleistet hat. Falls sich jemand fragt, warum das freudsche Versprecher heißt, naja gut, ich denke, das wissen wir alle. Und ja, Horst Seehofer gehört vielleicht sogar auch auf die Couch. Das Problem ist, bei dem verzweifeln die Psychologen halt immer. Weil bei dem weiß man nie, welche Meinung er morgen vertritt. Das weiß er selber nicht. Der liest das morgen in der Zeitung, was er zu denken hat. Aber ja, sagen wir es so. Natürlich ist diese Idee mit dem Heimatministerium genauso unnötig wie Hymnen-Gendern, aber dazu kommen wir noch. Es ist einfach so, Horst Seehofer ist einfach nach Berlin gekommen, weil die Bayern getreu dem Motto geteiltes Leid ist halbes Leid beschlossen haben, sich Horst Seehofer künftig mit dem Rest der Republik zu teilen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das sehr sozial. Heimatministerium, der Herr Seehofer möchte ein Heimatministerium machen. Was du davon Ja, hältst? für wen will er das machen? Für uns, Für für uns. alle. Worum geht's da überhaupt? Gute Frage, denn bisher macht das Heimatministerium in puncto konkrete Vorhaben ein auf Schweigekloster. Und weil Schweigen ja bekanntlich Gold ist, braucht das Team Heimat auch direkt mal 98 neue Stellen. Wenn Schweigen Gold ist, warum hältst du dich nicht dran? Ich denke, damit wäre uns allen gedient. Aber braucht Deutschland ein Heimatministerium? So einen Quatsch braucht man nicht. Warum nicht? Ja, wozu? Wir leben schon lange hier und wir wollen dann weiter hier leben. Wir brauchen keine Minister noch. Wir haben genug Minister, genug Bürokraten. Wir brauchen keine neuen noch. Wozu denn? Ich finde es ziemlich dreist zu sagen, dass man jetzt auf einmal sowas braucht, nur weil jetzt mal ein paar mehr hergekommen sind. Ich bezweifle es, nein. Weil jeder von uns definiert ja Heimat anders und dann zu denken, ein Ministerium zu brauchen, das dann irgendwas vorschreibt, das ist nicht so. Ich hatte kurz gehofft, es sei ein Artikel vom Postillon, aber dem war ja leider nicht so. Braucht Deutschland ein Heimatministerium? Ja, Bayern auf alle Fälle, Deutschland nicht. Warum Deutschland nicht? Weil Deutschland gehört nicht zu Bayern. Aber Bayern doch zu Deutschland? Nö. Auch nicht? Na. Ich finde, das verhärtet allgemein nur die Fronten. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Was wollen die klären? Es heißt ja Heimatministerium. Das heißt, dass der Name sagt ja schon, was von außen ist weg. Das schon im Namen ist der Fehler. Nun, Tarek, ich finde es ja sehr fein, dass du für deine Interviews durch ganz Deutschland getourt bist. Und noch schöner finde ich es, dass du auf deiner Interviewreise nur Leute oder beinahe nur Leute getroffen hast, die deine Meinung vertreten. Und ich bin ein bisschen misstrauisch, verzeih mir. Kann es sein, dass du da ein paar Leute vielleicht rausgeschnitten hast? Also ist nur eine Vermutung, ich weiß, im Zweifel für den Angeklagten. Aber ich werde misstrauisch, wenn du nach Sachsen gehst und dort in der AfD-Hochburg hier nur Leute findest, die deine Meinung vertreten. Tut mir leid. Und dass du dann nach Bayern gehst auf ein Volksfest und dort einen hinterwäldlerischsten Hinterwäldler findet, den man sich nur vorstellen kann. Und der Typ ist noch nicht einmal typisch CSU. Das wäre ja noch repräsentativ, eine konservative CSU-Position. Der Typ labert hier was davon, dass Bayern nicht zu Deutschland gehört. Das ist eine Position der sogenannten Bayern-Partei. Und die scheitert in Bayern an der 5%-Hürde. Ich glaube, die pfurzt irgendwo bei 1% rum. Sehr repräsentativ. Das war wieder mal Cherry-Picking par excellence. Okay, Herr Horst Seehofer, unter uns Heimatkollegen. Kann es sein, dass Sie gerade jetzt einen auf Heimat machen, weil Rechtspopulismus so en vogue ist? So nach dem Motto, alternativ können wir auch, aka besser? Das kann nicht nur sein, Tarek, das ist sogar so. Es ist natürlich lustig, wenn man jetzt in so einer Verzweiflungstat einfach das Ministerium umbenennt, das Innenministerium. Ich bin da allerdings ganz beruhigt. Ich meine, es ändert sich sowieso nichts. Genauso wie sich für die Chancen der Frauen irgendwas dadurch ändert, dass man die Nationalhymne gendert. Das ist genau derselbe Quatsch in Grün. Und was ich überhaupt nicht schnalle, warum rückt beim Heimatministerium niemand damit raus, was mit Heimat gemeint ist? Es gibt sehr vieles, was du nicht schnallst, Tarek.
Aber dass die damit nicht rausrücken, was damit gemeint ist, hat einen ganz einfachen Grund. Der Begriff Heimat ist so hochgradig individuell und vielseitig interpretierbar, dass es keine Rolle spielt, was die damit meinen. Es ist ein Name, fertig, aus. Aber hey, kein Problem. Ich habe mich mal netterweise umgehört. Was ist denn Heimat für Sie? München, Bier, Dackel, Biergarten. Echt jetzt? Echt jetzt, Tarik? Boah, warum habe ich nur den Eimer nicht neben dem Computer aufgestellt? Deutschland. Warum? Weil ich hier geboren bin und hier aufgewachsen bin, zur Schule gehe. Oh, toll. Also, was lernen wir draus? Eine konservative Muslima ist fortschrittlicher als die Bayern. Brrr. Aber die Familie ist, oder? Heimat ist kein Ort. Heimat ist eher so ein Gefühl. Da stimme ich sogar vollkommen zu. Es ist eine subjektive Angelegenheit, deswegen ist es nicht besonders geistreich. Es soll halt ein paar Patrioten und vor allem Patri-Idioten wie Hagen Grell ein paar warme Gefühle verschaffen, mehr nicht. Aber trotzdem, das Schlimme an diesem Video ist ja nicht die Aussage. Wenn er Horst Seehofer kritisieren will, dann bin ich ja auf seiner Seite. Aber kann man das nicht bitte ein bisschen niveauvoller machen und ein bisschen eine repräsentative Umfrage? Okay, wir sind hier bei Jäger und Sammler, da bleibt die Qualität außen vor. Das Heimat ist die ganze Erde, für die ganzen Menschen. Eigentlich muss es keine Grenzen geben. Oh. Nein. Ich bin ja auch ein Befürworter der One World. Damit, ich oute mich klar und deutlich hier als ein Weltbürger, als ein Internationalist und sonst etwas. Ja, aber ich erkenne auch, was Utopien sind. Ich halte Utopien insofern für praktisch, dass man sie als Ansporn nehmen kann, einem Ideal, einem schönen Ideal näher zu kommen. Aber man sollte halt immer noch wissen, dass es eine Utopie ist, sonst wird es gefährlich. Von einem Haus, Deutschland, ist Heimat das Wohnzimmer. Menschen. Das Gefühl von Menschen, mit denen ich mich gut verbinden kann, nicht unbedingt ein Ort. Meine Heimat ist ja weit weg. Wo ist die? Naja, heute ist es Polen. Du schaust auf der Wiesen, mal wer Lederhosen noch hat. Da gibt es weiße Beine, da gibt es braune Beine, da gibt es alle Beine in der Lederhosen drin. Und das ist für mich Heimat. Oh toll, auf dem Oktoberfest kommt die ganze Welt zusammen. Wer hätte das gedacht? Für jemanden meiner Generation ist es so, dass du mit dem Begriff große Schwierigkeiten hast. Der Schatten der Nazis war noch sehr groß. Ja? Also Heimat war für uns was Gruseliges. Inwiefern um... Also ich bin alles andere als ein Patriot. Ich habe oft genug klargemacht, dass Patriotismus für mich unlogisch ist. Aber gruselig? Gruselig ist bloß der Patriidiotismus. Also sowas, was Hagen Grell vertritt. Aber Patriotismus ist für mich zwar was Unlogisches, ich halte es damit Schopenhauer. Jeder Tor, der nichts auf der Welt hat, auf das er stolz sein kann, ergreift als letztes die Nation, der er angehört, um darauf stolz zu sein. Und er ist dankend bereit, alle Torheiten, die er seinen eigenen, zu verteidigen. Es stellt sich zwar jetzt immer noch die Frage, woher kannte jetzt der Schopenhauer den Höcke, aber trotzdem, gruselig ist der Begriff Heimat doch überhaupt nicht. Tarik Tesfu ist mein Name vom ZDF. Wir machen eine Umfrage zum Thema Heimat. Was heißt denn Heimat für Sie? Möchten Sie nichts sagen? Okay. Na, da haben sich zwei gefunden. Der eine denkt nichts und der andere spricht nichts. Wäre es möglich, da einen Rollentausch vorzunehmen, wäre irgendwie angenehmer. Passt. 23% der Deutschen haben eine Migrationsgeschichte. Wer entscheidet also, wer deutsch ist und wer Deutschland seine Heimat nennen darf? Das ist hier nicht das Ziel, Tarik. Seehofer will einfach ein paar schöne, warme Gefühle erzeugen, mehr nicht. Und das wird ihm nicht gelingen. Er kommt mit sowas gegen die AfD nicht an. Und, Er wird dich nicht ausgrenzen, nur keine Sorge. Und es ist ja nicht so, dass bloß wenn du sagst, ich habe eine andere Vorstellung als er und ich halte jetzt davon nichts, dass Sie, Herr Seehofer,
ihr Innenministerium einfach umbenennen, das bringt doch überhaupt nichts. Es ist jetzt nicht so, dass er dich für diese Meinungsäußerung jetzt zum Beispiel zum Staatsfeind stempelt und dir ein Killerkommando vorbeischickt. Ich teste das mal eben kurz, okay? Herr Seehofer, ich find's vollkommen unnötig. Das ist einfach Rhetorik, das ist heiße Luftpolitik, weiter nichts. Genauso wie das Gender-Nationalhymne, das ist hier derselbe Kram. Aber gut, wenn es sein muss, nennen Sie es halt so. Ich meine, es gibt auch ein Kunst- und Kulturministerium, es gibt ein Außenministerium, es gibt ein Innenministerium. Alles, was irgendwie mit dem Begriff Heimat und Repräsentation und Sicherheit verbunden wird, gibt es bereits. So, ich habe meine Meinung gesagt und er wird mir deswegen kein Killerkommando vorbeischicken oder mich ausgrenzen. So haben wir das auch geklärt. Weiter im Text. Und was kommt dabei raus, wenn der Islam gehört nicht zu Deutschland, Seehofer, dabei mitmischt? Ist Heimat für viele nicht auch eher ein Gefühl? Wie soll das auf Bundesebene gemanagt werden? Es gibt ja auch kein Liebesministerium. Da wird gar nichts gemanagt. Das ist Show. Von daher, good luck, Horst Seehofer. Mir san mir, funzt halt nur in Bayern. Haben Sie denn Wünsche, Forderungen an Horst Seehofer und ans Heimatministerium? Wünsche? Nee. Kann der Ihnen irgendwie helfen, der Horst Seehofer? Der ist so weit weg vom Leben. Ich sag mal so, da kann man sich sowieso nicht einmischen, sonst hat man ein schlechtes Leben. Wenn man sich in die Politik einmischt. Da können nur Leute mit Geld mitreden. Das ist leider mal so. Er soll einfach ein bisschen sich, wie sagt man das, sein Herz ein bisschen öffnen. Oder seine Intelligenz ein bisschen öffnen. Der hat so viel Schrott von der Vergangenheit. Wenn er diesen Schrott von seinen Gedanken oder den Unterbewusst ein bisschen beseitigt, da kommt so ein Wunder raus. Danach sieht er, hey, nichts gehört zu uns. Wir können den Erd schön machen. Wir können alle miteinander leben. Irgendwie schaffen es die Leute von Jäger und Sammler, sogar mir als Multikulti-Befürworter und Weltbürger, immer noch die Schamesröte ins Gesicht zu treiben. Kann man es nicht irgendwie besser rüberbringen? Ich versuch's mal. Den ganzen Kram, den uns Tarik hier sagen will, kann ich auch in ein paar Minuten zusammenfassen. Oder was heißt in ein paar Minuten, in ein paar Sekunden? Stopp die Uhr, ich weiß nicht, wie viele Sekunden es sind. Heimat ist so individuell, ich fühle mich dann zu Hause, wenn ich gewisse soziale Kontakte mit Leuten haben kann und wenn diese Kontakte erhalten bleiben. Es ist vollkommen unnötig und es ist Showpolitik, aber sonst nicht weiter bedrohlich. So, wie viele Sekunden waren das? Ein paar, glaube ich schon. Und, na, das war's. Mit diesem Video hat Tarik hier versucht, Kritik an Horst Seehofer zu üben, aber mit seinem Cherry-Picking von Interviews hat er einfach nur hier einen kolossalen Rohrkrepierer gelandet, der mich selbst beschämt. Naja, dann war's das jetzt auch schon wieder. Und dann sage ich erst einmal tschö mit Ö, ciao mit Au. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch... Hallo, ich bin hier gerade bei der Aufnahme. Was soll, wollen Sie hier drin? Und wer sind Sie überhaupt? Ich habe Sie hier nicht... Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben, und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben.